Zurzeit lesen und hören wir wieder davon, dass in manchen Regionen in Deutschland die Keuchhustenfallzahlen ansteigen. Warum das einerseits normal und andererseits nichtsdestotrotz für manche bedrohlich ist und wie jeder Einzelne damit umgehen sollte, erfahren Sie in diesem Video. Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, Kinder- und Jugendarzt und freue mich wie immer über einen Daumen hoch und ein Abo, wenn Ihnen meine Art aufzuklären gefällt. Ich habe schon länger ein Keuchhusten-Video auf diesem Kanal, das ich Ihnen gerne empfehle anzuschauen, wenn Sie über die Keuchhustenerkrankung selbst genaueres wissen wollen. Besonders eindrucksvoll ist darin eine Videosequenz von einem Baby, das Keuchhusten hat und wie es darunter leidet. Aber jetzt geht es mir darum, Ihnen zu helfen, die Meldungen über ansteigende Keuchhustenfallzahlen in der Presse einordnen zu können und auch insbesondere darum, Ihnen eine konkrete Handlungsempfehlung an die Hand zu geben. Grundsätzlich sind die Fallzahlen, was den Keuchhusten angeht, mit Vorsicht zu betrachten, da sie nur die Summe der positiven Abstrichergebnisse wiedergibt. Die Dunkelziffer, das heißt die Zahl der Menschen, die zwar Keuchhusten haben, bei denen aber kein Abstrich gemacht wird, ist deutlich höher. Ich sage das deshalb, weil gerade der Keuchhusten zu den Krankheiten zählt, an die bei größeren Kindern und Erwachsenen oft sehr spät erst gedacht wird oder sie eben gar nicht erkannt werden. Bei ihnen hat der Keuchhusten nämlich meistens nur ein typisches Symptom und das ist ein einfach nur insgesamt lange dauernder Husten, der zwar durchaus quälend und lästig sein kann, weil er auch den Schlaf stört, sonst aber meist keine wesentliche Beeinträchtigung mit sich bringt. Der Keuchhusten ist eine hoch ansteckende bakterielle Erkrankung, die vor allem über Speicheltröpfchen von Mensch zu Mensch übertragen wird. Und deshalb wundert es nicht, dass in einer Zeit, in der Masken getragen werden und die Kontakte zwischen den Menschen eingeschränkt werden, wie zum Beispiel während der Corona-Pandemie, dass dann die Keuchhusten-Fallzahlen deutlich geringer werden. Entsprechend steigen die Fallzahlen wieder an, wenn diese Schutzmaßnahmen wegfallen. Insofern ist es etwas also ganz Normales, wenn Erkrankungszahlen einer durch Tröpfchen übertragbaren Erkrankung schwanken, also mal ansteigen und wieder weniger werden. Das Besondere an der Keuchhustenerkrankung ist allerdings im Vergleich zum Beispiel zu den Windpocken, dass sie keine lange Immunität hinterlässt. Das heißt, jemand, der Keuchhusten hatte, kann nach etwa 5 Jahren schon wieder erneut Keuchhusten bekommen, weil die schützenden Antikörper wieder weg sind. Und leider verhält es sich auch genauso mit der Keuchhusten-Schutzimpfung. Auch sie beginnt nach 3 Jahren ihre Schutzwirkung allmählich wieder zu verlieren. Das ist der Grund, warum wir den Keuchhusten nie ganz in den Griff bekommen werden, weil es zu viele Menschen gibt, die keinen ausreichenden Antikörperschutz haben. Und nur ein Mensch mit ausreichend hohen schützenden Keuchhusten-Antikörpern kann den Keuchhusten nicht bekommen und entsprechend auch nicht weitergeben. Und das ist genau der Punkt, der mich und Sie betrifft. Nur wenn wir ausreichend geimpft sind, können wir den Keuchhusten nicht bekommen und entsprechend auch nicht an andere weitergeben. Also lassen Sie uns alle unsere Impfbücher zur Hand nehmen und schauen, wann die letzte Keuchhustenimpfung war. Insbesondere wichtig ist es dann, wenn in unserem Umfeld Säuglinge sind, mit denen wir direkten Kontakt haben. Damit meine ich also alle Eltern, Großeltern, Babysitter, alle Besucher von Familien mit Babys. Liegt eine Impfung gegen Pertussis, so der medizinische Name für den Keuchhusten, schon länger zurück, sollte sie unbedingt in Kombination mit Tetanus, Diphtherie, gegebenenfalls auch Polio, als Kombinationsimpfung gegeben werden. Insbesondere unsere Säuglinge sind besonders gefährdet. Sie können am Keuchhusten sterben. Die STIKO empfiehlt deshalb allen schwangeren Müttern, die Kombinationsimpfung gegen Keuchhusten, Tetanus und Diphtherie zu Beginn des letzten Schwangerschaftsdrittels, weil sie auf diese Weise dafür sorgen können, dass ihre Babys in den ersten Monaten einen Keuchhustenschutz haben.
Ab dem dritten Lebensmonat sollen alle Säuglinge dann ihre erste eigene Keuchhustenimpfung als Kombi-Impfung bekommen, genauso alle Kinder zur Einschulung und im jugendlichen Alter. Und deshalb sind die meisten Kinder und Jugendlichen geimpft. Das größte Problem, das heißt, die Hauptkeuchhustenverteiler sind wir Erwachsenen. Dabei wäre dem Problem so einfach zu begegnen. Lassen Sie sich von Ihrem Hausarzt gegen Keuchhusten impfen.